Willkommen beim Giga Gameplay zu Red Faction Armageddon. Ich muss gerade kurz überlegen, ich wollte fast Gorilla sagen, das war der Vorgänger. Ich bin Tom, neben mir ist David und der Tobi. Hi. Und der David spielt gerade, weil der hat auch schon, du hast es schon mal gespielt auf einem Event. Genau, ich habe das in Dublin schon bei THQ gespielt und mich da schon verliebt in die Bewaffnung. Denn hier gibt es eine total geile Waffe, ich weiß gar nicht, die heißt die Magnet Gun und darüber hinaus wieder die coole Zerstörung. Nämlich, du kannst wieder alles einhauen und Wände einreißen. Nicht nur diese Sollbruchstellen wie in einem Battlefield oder so, sondern wie man sieht, egal wohin ich schlage, es macht Krawall und Puff und Peng und alles geht kaputt. Ja, das ist verdammt geil, macht übelst viel Spaß. Wie im ersten Teil sicherlich, aber auch nicht die gesamte Zeit. Ja. Und da muss man dann halt sehen. Das ist halt die große Frage, ne? Wie es mit der Langzeitmotivation aussieht. Also ich hab die Demo mal kurz angespielt. Und da gab es auch schon diese eine Waffe, die wir hoffentlich ja auch noch irgendwann sehen werden. Das ist cool. Was war das jetzt? Ich wollte einfach zu dem Ding hier kommen, weil das ist so Barschrott, mit dem kannst du dann deine Fähigkeiten aufwerten irgendwann. Ach so. Okay. Und der war jetzt hier versteckt hinter der Mauer, aber Mauern sollen mich hier nicht aufhalten, denn ich zeig das mal hier. Bam! Also das ist schon ziemlich cool. Ja, wobei ja. Das sehr beeindrucksvolle Architektur. So, jetzt aber. Sehr stabil. Die Gebäude sind sehr stabil, genau. Es gibt ja einen Multiplayer-Modus, einen eigenen Modus namens Ruin-Mode. Den spielt man alleine, wo man nichts anderes macht, als alles einzureißen. Das macht dann natürlich umso mehr Spaß. Multiplayer-Modus, den man alleine spielt? Genau, es ist halt ein Zusatzmodus. Nicht Multiplayer, meine ich. Okay. Dass du immer so genau hinhören musst. Ja, tut mir leid. Aber wir sind jetzt hier wieder auf dem Mars, das ganze Spiel auch wieder auf dem Mars. Genau, das ist im Prinzip nur der Nachfolger vom von Gorilla. Du spielst Darius Mason. Mhm. Das ist der... Das ist schon ziemlich cool. Das ist geil, ne? Also ich finde das auch, die Zerstörung, wer auf Zerstörung steht, das ist einfach euer Spiel. Kann man nur jedem empfehlen. Ja. Wohingegen... Ja, Gorilla hatte zum Beispiel bei der Erzählung halt echt Probleme. Naja, oh mein Gott. Also wir haben hier ein neues Spiel angefangen, muss man dazu sagen. Das ist also ganz am Anfang. Wir spoilern euch also nichts. Wir wollen nur das Spiel mal ein bisschen kurz vorstellen. Und das Waffenarsenal, gerade hast du, wie heißt die Waffe? Plasma? Das ist die Plasma Gun, genau. Die macht Bumm. Das gibt dann später noch so Sachen, womit du jetzt quasi, wenn du einen Turm kaputt machst, ihn wieder aufbauen könntest. Ich muss mal gerade gucken. Ich weiß noch nicht, ob das geht. Wenn nicht, dann zeige ich es euch gleich. Ja, es gibt die Möglichkeit, zerstörte Materie wieder aufzurrichten. Und okay, folg doch mal, was musst du eigentlich machen? In den Terraformer sollst du? In den Terraformer, ja. Richtung. Ja, ich will doch aber diese Dinger hier hinten auf, weil mit denen kann ich dann, ich weiß gerade gar nicht wie. Nee, gibt's hier nicht. Wieso nicht? Mit denen kann ich dann meine Fähigkeiten aufwerten, aber da es halt gerade ganz am Anfang des Spiels ist, funktioniert das halt gerade nicht. Oh ja, und jetzt gehen wir unter die Oberfläche, da spielt halt ein Großteil des Spiels und da habe ich... Ah nee, wir gehen gar nicht unter die Oberfläche. Unter die Haut. Es gibt ja dann noch richtig fiese Monster. David geht uns unter die Haut. Ja, ich gehe euch unter die Haut. Unter die Vorhaut. Ach nee, oh je. Oh je. Ja gut, also Inszenierung ist aber schon, kann sich sehen lassen, oder? Ja, wie immer was. Naja. Oh. Du inszenierst die Zerstörung ja selbst fast schon. Mhm. Sie sind ziemlich stolz auf ihr Feature, das sieht man allerdings. Ja, ja. In jeder Szene. Das stimmt allerdings. Ich meine, sie können es ja auch sein, vielleicht ja, sie da also, einfach mal einen Gang zurückschalten. Also sollen. Das ist ja schon immer ein großer Pluspunkt der Red Faction-Reihe gewesen, das kann man ja nicht anders sagen. Wer hat das schon? Also üblicherweise kannst du hier mal eine Mauer oder du hast so ein paar Projektile, die irgendwo einschlagen. Mhm. Aber dass du hier ganze Türme zum Einsturz bringst... Ja, zumal es wäre auch langweilig, wenn sie sagen, wir haben dieses Zerstörungsfeature und dann bist du im Anfangsgebiet, da steht dann ein Turm und sonst nichts. Mhm. Ja, könnten viele Leute sagen, ja, sonst kann man alles zerstören. Ja, und jetzt, was sind das? Das sind einfach nur Soldaten? Oder sind das auch schon... die sehen doch auch schon komisch aus. Du, ich weiß es ehrlich gesagt ja nicht. Und die sehen doch aber auch schon komisch aus. Das sind halt so Typen. Also, was ist das für eine dumme Gott, Frage schon die wieder? Haben halt irgendwie... Verzeihung. Du schießt halt auf jeden. So macht man das doch in den Shootern. Stimmt.
Brauchst du da echt einen Sinn? Na, ich würde halt gerne wissen, guck sie dir doch mal an. Du würdest gerne mit ihnen reden. Hey, Jungs, warum seid ihr so mies drauf? Genau. Wo ist denn das? Ein großer Behälter, der das Gebäude da gleich in die Luft sprengt. Aber da sieht man schon, diese feste Architektur hier, die bleibt stehen. Diese grundlegende Levelwände. Ja, also es gibt Gebäude, denen kannst du da nichts anhaben. Aber das würde ja bedeuten, dass du dich... Oh, Story. Ja, wie ihr seht, das finde ich ganz schlimm. Seht ihr diese Fragmentbildung in den Zwischensequenzen? Ja. Ganz schlimme Klötzchenbildung. Passiert, wenn man seine Zwischensequenzen vorher aufnimmt und schlecht komprimiert. Genau, und das sollte bei so einem High-Quality-Game sollte das nicht passieren. Das finde ich echt daneben. Hat mich bei Dragon Age Origins, hat mich das schon tierisch aufgeregt damals. So, jetzt gucken wir mal. Na ja, wie hier der Bildschirm konstant am Wackeln ist. Ja. So, jetzt machen wir mit der Kanone mal. Bäm! Okay, schon also, sehr befriedigend. Ja, oder? Ja, das ist sehr befriedigend, kann man nicht anders sagen. Also, jetzt hoffen wir. Das komplette Gebäude weg. Weißt du, wenn dir einer auf den Sack geht, dann sprengst du einfach alles um ihn herum, einfach aus dem Bild. Scheiß auf Deckung. Du bist ja nirgends sicher. Könntest die Gegner eigentlich auch dir... Ah, okay. Also ist so ein bisschen, also ja, nee, ja, da fällt er. Um. Ja, okay, ich wollte schon sagen. Ist manchmal ein bisschen komisch, das stimmt schon, ja. Wahl, da fällt er. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir hin müssen überhaupt. Sergeant Winters will was von dir. Sergeant Winters schon wieder. Dabei ist doch gerade Sommer. Kultanhänger sind das. Stand gerade da. Was war das? Das war ein Map-Funktions... Ja, ja, Dein Navi. Weil du hast ja keine Minimap, du hast Da ist jemand. Teil oben. Ja, ich muss das hier einsammeln. Ich weiß, ich spiele das jetzt nur für die Präsentation und werde es nie wieder spielen, deswegen muss ich das so beharrlich einsammeln. Mit diesen Einsammeln. Aber ich bin eine Achievement-Hure, wie oft denn noch? Von jemand, der nur Lego spielt und da immer diese ganzen Klötzchen einsammeln muss, die da rausspringen. Genau, da ist doch meine Sucht, sollte sich doch von alleine erklären. Genau. Bäm, mach's platt. Bäm. Mann, die sind aber mit ihren Benzinkanistern unheimlich unvorsichtig. Genau, die stellen die einfach überall ins Level hin. Das finde ich aber schön, weil... Stellt doch, hey Leute, sie greifen an, stellt lieber noch ein paar Benzinkanister irgendwo hin. So, jetzt würde ich mal sagen, holen wir mal den Hammer raus, jetzt geht's mir hier auf den Sack. Jawohl. Bäm, so, du stehst nicht mehr auf, du Sau. Und jetzt gehen wir so durch. Gleich durchs Haus. So würde Chuck Norris auch, so geht er morgens zur Arbeit hier. Genau. Bäm. Wenn ihm Haus im Weg steht, dann bohrt er sich da durch. So, irgendwo ist noch ein Grund anhängen. Da sind Sachen. Kannst du sie bitte aufsammeln? Wieso zeigt der Du machst mich links. Ganz nervös. Ja, bleib doch mal ruhig. Ich muss da den da oben noch kaputt machen. Do it. Gibt's einen Sniper? Es gibt Scheiß drauf, wenn du das Gebäude drunter hast. Präzisionswaffe. Ja, es gibt eine Präzisionswaffe in diesem Spiel. Also wirklich. Was mache ich jetzt? Eliminieren und jetzt? Sollst du dein jederzeit GPS benutzen. GPS. Drück mal Select. Ja, aber ich habe gerade schon... Das sind wahrscheinlich nur diese Pfeile, die dann kommen. Hinter dir sollst du jedenfalls lernen. Ich habe, glaube ich, aber auf jeden Fall... Was? Die Orientierung verloren. Die habe ich verloren, ja. Nee, aber du musstest da über die Brücke. Geh mal ich musste zurück, über die Brücke, ja. Zurück und spring mal darüber. Kannst du, glaube ich, einfach rüberspringen. Springen? In diesem Spiel springt man nicht. Ach so, oh, bam. Man macht einfach den Weg. Bam! Ja, so. Jetzt links. Jetzt die links. Temperatur der irgendwas wurde wieder hergestellt. Ah, alles klar. Achso, jetzt geht es. Sehr schön. Jetzt geht das hier. Jetzt sind diese Funktionen. Man kann, wenn ich LB drücke, baue ich diese Brücke einfach wieder auf. Das ist ungefähr besonders deswegen cool, weil ich kann sie auch gleich direkt wieder einreißen. Und jetzt... Ja, der ein oder andere kennt sowas ähnliches vielleicht schon aus Singularity. Ja, genau. Nur, dass man es da nicht aufbaut und wieder zerstört. Mhm. Und das ist ein sehr cooles Feature, das zwar für mich nicht so wirklich einen Sinn ergibt, weil... Sie bauen das halt nur ins Level hin und wieder ein, indem sie sagen, du sollst jetzt hier und da was aufbauen. Es macht echt einen diebischen Spaß, zum Beispiel so eine Brücke. Du kriegst ja dann die Magnetpistole, die ich euch gleich zeigen werde, und mit der kannst du einreißen und dann die schleuderst du auf Aliens und dann baust du sie wieder auf und dann schleuderst du sie gleich wieder auf Aliens. Sehr gut. So muss es sein. Aber ich finde das eigentlich ganz witzig. Man sieht nicht so oft, dass ein Spiel sich doch mal mit den Waffen so auseinandersetzt. Und also das ist halt der große Pluspunkt. Ich glaube, sie wussten auch, dass Red Faction mit der Grafik nicht viel herhält und deswegen wahrscheinlich auch immer abkotzen wird. Oh, Scoutwalker. Awesome.
Aber der steht da jetzt einfach nur rum. Und steckt Schaden ein. Oh. Oh. Er walkt. Oh. Oh, 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 oh. Und der Elektrizifiz schießt Strom. Oh, krass, 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 krass. Ey, wieder einfach mal das Ganze. Aber dir geht's noch gut, also. Ja. Ist jetzt nicht so. Kannst du nicht ein bisschen. Alter Schwede. In die Plasma-Dinger reinhauen oder so? Ich finde die das Anvisieren ganz nett gemacht vom Bossgegner. Dieses ja. Sich schließen, ja, ja, genau. Das, erzeugt. Oh, jetzt würde ich sagen. Jetzt sollte ich laufen. Das erzeugt Ängste, ja. David hat auch, muss auch 1000 Ängste ausstehen. Jetzt ist die Muni alle von dir. Ja, oh, er will dich. Warte, was soll ich machen? Was soll ich machen? Vielleicht Dinge aufsammeln. Jetzt ist mal der Zeitpunkt, Dinge aufsammeln. Was willst du mir damit schon wieder sagen? Oh nein! Warte. Ach, du hast ihn doch fast, komm. Ich hab ihn fast da. Was macht eigentlich, wenn der Bossgegner tot ist und du reparierst ihn wieder mit deinem Gerät, ob du dann nochmal dagegen kämpfen kannst? Das glaube ich nicht. Beantworten wir an einer anderen Stelle, glaube ich. Aha, ich kann meinen Dings wieder Öffnen. Die Nachladeanimation ist ja sehr nett gemacht. Und da geht er down. War er down? Ja. Ah, cool. Ja, ich bin halt immer zu krass für dieses Spiel. Das muss man natürlich auch irgendwie sagen. Was haltet ihr denn vom Design, von dem Kostümdesign? Das ist ein bisschen affig, oder? Ja, also generell, wie du siehst, diese flackernde Umgebung und das auf der Xbox. Das finde ich cool. Ein bisschen warm. Also das mit dem Umhang und so von hinten und der Glatze und so, das finde ich eigentlich alles ganz cool. Aber er redet halt auch nicht. Also das ist halt schon alles sehr... Aber von vorne also sieht er aus... Also wenn er den Hammer in der Hand hat, sieht er aus wie ein Sigmar-Priester. So, jetzt kriegst du eine neue Fähigkeit, oder nämlich ja, stimmt. Den Rückstoß. Du kannst jetzt Gegner auch rückstoßen, beziehungsweise... Okay, das wird schon ein bisschen Star Wars. Ja, das hat nicht nur Star Wars, sondern das, wie gesagt, diese Nanoschmiede, die hat halt, im Prinzip ist die Nanoforge. Bam! So muss man Türen öffnen. Also ja, und dann hat sie eine Aufladezeit. Achso, Meh. Das Spiel ist scheiße, das hat eine Aufladezeit. Auf Cooldown, Mist. Scheiß auf Balance. Bäm. So, wieder mal mit eingeschleudert. Das macht, wie gesagt, alles diebischen Spaß. Wir müssen den Test noch herausfinden, wie lange. Genau. Ah, nee, Quatsch. Hä? Bäm. So. War hier gerade ein Gegner? War. Da sind noch welche. Bäm. Da war auch wieder welche. Ja, viel erzählt wird auf jeden Fall nicht. Nee, das ist so einer, der redet nicht viel, der Mason, Darius Mason. Muss man ja auch nicht. Der hat andere Argumente, die für ihn sprechen. Schlagende. Ja, jetzt, hier will ich jetzt durch, was soll das? Was soll das? Genau. Was fällt dem Spiel ein? Vor allem, man kann sich nicht mal bei dir beschweren wegen Eigentumsschäden, weil du kannst das ja einfach alles wieder aufbauen im Nachhinein. Stell dir mal vor, wie reich man wäre mit so einer Funktion. Oh. Das ist so ein Spiel, wo man so richtig mitspricht als Junge. Ja, wo die Freundin dann irgendwann daneben sitzt und sagt, was erzählst du da eigentlich die ganze Zeit? Bam, 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 bam. Kapow. Was sind das? Kultisten heißt es, ja? Ja, das ist irgendwie, die Story ist ja, dass du jetzt... Das sind immer Menschen, ja? Ja, so halt. Weiß ich nicht. Genau. Irgendwie aber es so. Ist doch schon was mit Aliens und komische also, Viecher. Zumindest. Das war jetzt auch geil, wie sie das da hin und her geschoben haben. Ja. Also, es steht groß: There is life on Mars drauf und. Scheiße! Das halbe Level einfach mal weg. So, wo ist denn jetzt die Treppe? Ich finde, im Spiel fehlt noch ein Jetpack, dann wäre es perfekt. Und Nazis und Piraten. Also, da muss ich sagen, da verpasst wohl nicht der Entwickler einfach Chancen. Also, genau. Und eine ganze Zielgruppe ist da einfach vergeben. Und Haie mit Laserpistolen angeschnallt. Kennt ihr aus, ich glaube, Hidden and Dangerous, die Haie-Pistole? Ja, genau. Mhm. Super. Legendär. Habe ich auch gerne gespielt, obwohl es sehr viele Schwächen hatte. Aber so. Schlecht gerenderte Cutscene. Hey, ich konnte ihn nicht aufhalten. Der Terraformer wird gerettet. Also überspringen wir doch mal glatt, es passiert nichts. Oh, Boss, du hast den... Oh, der ist riesig. Wieso, da kommt hier ein Bosskampf nach dem anderen. Na, der wurde bestimmt gerade in der Cutscene, die wir übersprungen haben, episch vorgestellt. Ewig eingeführt. Und
Hier entdecken wir jetzt quasi weit unter der Erde ein... Achso, das passiert erst jetzt. Genau, da eine fremde Alien-Struktur. Das ist aber eine sehr generische fremde Alien-Struktur, muss ich sagen. Mhm. Ja. Mit den Runen und so. Die sehen alle irgendwie immer gleich aus. Wie der Marker. Die Aliens kommen alle aus derselben Ecke, ne? So wie es aussieht. Bei Dead Space, von welchem Planeten kamen sie da? War das überhaupt ein Bekannter? Fiorina 1228. Ich hätte gerade ausgedacht. So. Das ist auch das Erste, was man macht, wenn man so ein Artefakt findet, man macht es erstmal kaputt. Genau, so macht man es. Mit seiner fremden Kulturen gegenüber relativ offen. Genau. Stell dir mal vor, die wären damals in die alten Maya-Tempel gegangen mit dem Sledgehammer. Alles zerstört. Ich glaube, die haben einen guten Grund, auf dich böse zu sein, wenn du so weitermachst. Ja. Sowohl die Aliens als auch deine Artgenossen. Ich weiß ja gerade gar nicht, warum wir das zerstören sollen. Jedenfalls gibt es ganz oft so Missionen im Spiel, wo du einfach irgendwas kaputt machst, indem du es zerstörst. Du machst etwas kaputt, indem du es zerstörst. Wow. Ja, wenn man spielt und redet gleichzeitig, dann kommt halt auch viel Scheiße dabei raus. Was du nicht sagst. Jetzt hast du es doch zerstört. Ja. Die Luke runter. Also ich würde da ja nicht runterspringen. Ach, er springt doch gar nicht. Ja. Jetzt will ich aber noch ein bisschen Action zeigen, wie wir die Aliens mit der Magnetpistole angreifen. Yay. Kannst du auch Alien an Alien? Das geht auch, ja. Wieso man so jemanden überhaupt... Ja, also der Typ sieht schon aus wie der kleine Bruder von Darth Vader und hey, ich glaube, dem folge ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, da siehst du schon die Aliens. Die greifen jetzt an und jetzt komme ich mit meiner Magnetpistole und schieße sie alle zusammen. So, jetzt haben wir das Magnetpistole und jetzt kannst du loslegen. Jetzt haben wir eigentlich alles Wichtige, was man braucht in diesem Spiel. Damit wir nochmal loslegen können. Hier diese Interaktion zwischen dir und Sam, deinem kleinen Computer, der in deinem Ohr sitzt. Die ist ganz cool gemacht, weil diese Frauenstimme... gruselig. Habe ich jetzt die Magnetpistole? Aber es ist irgendwie auch... Irgendwie kann da aber auch mal wieder was passieren, finde ich. Ne? Also das als Missions- oder beziehungsweise als Story vorantreibendes Element zu verwenden, der kleine Mann oder die kleine Frau im Ohr, finde ich mittlerweile so ein bisschen easy way out. Ja, zumal man da halt viel mehr draus machen kann. Also Planescape Torment zum Beispiel. Wie geil war das bitte? Jetzt mit dem Shadow. Ja. Und das ist eigentlich... Könnt ihr aufhören zu labern? Das ist voll spannend gerade. Eigentlich brauchst du dafür nur einen guten Schreiber. Er geht hier gerade durch die Hölle und entdeckt die Aliens und wir labern über Planescape Torment. Ja, oder man macht so wie Enslaved, das Spiel, was man... Könnt ihr mal das Maul halten? Was ein Begleiter gut hinbekommen hat. Da passiert doch nichts, das redet doch keiner. Das ist voll spannend gerade. Ich bin in so einer Alienhöhle, tief unter dem Mars. Ich meine, jeder andere würde jetzt wahrscheinlich die Luft anhalten und ihr labert und labert. Bäm, yay. Da siehst du schon mal. Semi semi-adaptive Maschine heißt das. Das spielt sich auch total flüssig, ja. Also was ich halt besonders klasse daran finde, ist, das kann man relativ einfach bedienen. Müssen wir hier runter? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Was ist flüssig? Die Bedienung. Achso, das Gameplay. Gameplay, Alter. So, jetzt müssen wir mal wieder was reparieren statt kaputt machen. Nanergie. Hier kannst du dann diese Energie benutzen und... Ach genau, Upgrades. Upgrades einsetzen, genau. Und hier hooray, hast du hast nur schon 8%, du hast ja noch gar nichts gemacht. Ja, Spiel ist gleich wieder vorbei. Oder ist das Level irgendwie Level Fortschritt? Nee, es ist schon... so, machen wir mal die Ladezeiten geringer. Angenehm, so, toll. Habt ihr gesehen, damit... Die Ladezeiten vom Spiel hast du jetzt verringert? Das wäre eine geile Upgrade-Funktion. For Premium Members. Nur wer dieses Spiel gekauft hat. Wenn du die Grafik verbessern könntest in so einem Upgrade-System und so, da kommen die Aliens. Die Cutscenes sind aber qualitativ sehr unterschiedlich, ne? Manche sind echt ganz gut gelungen. Ja, das hier sieht schon wieder ganz geil aus und vorhin diese schlimme Artefaktbildung. Kann ich auch nicht verstehen. So, jetzt geht's hier los. Bäm! Das ist wirklich sehr witzig. Das ist einfach nur witzig, ja. Oder und auch sehr gemein irgendwie, aber. Genau, also du kannst wirklich die ganze. Es sind jetzt auch viele rote Punkte auf der Map. Da bist du strategisch nachlässig nach vorne gesprungen. So, die kann ich wie gesagt halt auch mit aneinander kleben. Aber da ist die Kollisionsabfrage jetzt nicht so Bombe, ne? Nee, ich bin jetzt aber. Weil die zerplatzen noch einfach, wenn sie was treffen. Aber dafür wahrscheinlich, weil es so ganz kleine Gegner sind. Die springen aber auch so schnell, die Schweine. So. Erstmal nach da hinten ziehen lassen. Bam. Marsianischer Magnetmeister. Sie mögen Alliteration.
Das macht eigentlich wirklich. Ich kann nicht anders, als diese Geräusche nachzumachen. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen für ein Spiel. So, dann, jetzt habe ich es auch noch versplattert, aber jetzt habt ihr gerade gesehen, warum das Spiel ab 18 ist. Ja, dabei hat die USK doch eigentlich gar nicht so viel gegen Aliens. Nee, aber vielleicht gegen... Alien-Innereien? Gegen Alien. Vielleicht kommt ja noch was irgendwie, wo die Aliens die Menschen quälen oder sowas. Nee, also wie gesagt, ich habe schon relativ weit gespielt, da soweit ich weiß nicht, nee. Zurück nach Bastion. Genau, du musst jetzt wieder zu den normalen Menschen zurück. Die dich dann wieder vertreiben. Das ist schon normal. Ja, wie ihr seht, ich kann halt einfach diese Sachen anvisieren aber und schauen, dass die halt... Das ist halt vor allem unendlich Muni, das Ding. Ja. So richtig in den Nahkampf kommen die gar nicht, ne? Die Aliens? Ja. Weiß ich nicht. Sie hüpfen einfach nur um. Also der Verdacht, dass es ein bisschen zu leicht ist, scheint sich ja... Gut, aber da gibt es ja noch zwei weitere Schwierigkeitsgrade, mit denen man das wahrscheinlich anpassen kann. Ja, genau. Und wir sind immer noch relativ am Anfang und das sind jetzt die ersten Aliens. Kleine nervige Rumhüpf-Aliens, was auch irgendwie Tradition ist im Shooter-Genre. Genau, später gibt es dann halt die großen und die lassen sich dann wesentlich einfacher anvisieren. Ich würde sagen, mit diesen lustigen Szenen blendet ihr dann mal aus den Rest von Red Faction Armageddon. Das ist wirklich lustig. Könnt ihr selber. Hallo, wir lachen auch mit. Hey, Party, Party. Lass mal wieder synchronisieren. Wir entlassen euch mit diesen lustigen Szenen. Wer ist entlassen? Du bist entlassen. Du bist entlassen. Schild. Genau. Okay, also das war gefällt mir gut. Das war das Giga-Gameplay zu Red Faction Armageddon. Sehr witzig. Der Test wird, den Test findet ihr später auf giga.de und jetzt könnt ihr abschalten. Ich habe abgeschaltet. Mental habe ich schon lange abgeschaltet. Ich kann nicht aufhören zu spielen. Das ist zu spaßig. Okay, hör auf zu spielen.